Guten Morgen. Es war ein paar anstrengende Tage. Also nicht für Riley jetzt, der hat, wie gesagt, nicht sehr viel gemacht. Er hat primär sehr viel im Bett gelegen und nachgedacht über seine Existenz hier. Warum britzelt da hinten was? Brauch einen Scheinwerfer. Britzelt auch eindeutig was. Welche Richtung ist das? Süden. Ah, okay. Also ja, Riley hat viel nachgedacht, er hat aber auch gearbeitet ohne Nachricht. Was kommt jetzt? Playing partially translated broadcast. Nine new biological subjects designated mode. Hunting, analyzing. Sharing subject locations with other agents. Oh yay, wir werden gejagt. Also so viel dazu, dass die Aliens vielleicht auch freundlich sind und nur abschrecken wollen. 9. Das sind die 9 Überlebenden von der, oder die temporär Überlebenden von der Aurora, richtig? Warum spinnt unser Magnet jetzt? Das ist nicht gut. Das ist aber nur ein Reefback, ne? Das Britzeln ist immer noch da. Das hilft nicht bei dem Paniklevel. Okay, also, Riley hat ein wenig umgebaut und vorbereitet. Da sind jetzt 2 Pilze. Die anderen Töpfe habe ich in den Scanraum gepackt. Ist noch nicht ideal, der Platz. Das müssen wir vielleicht irgendwie mehr in die Ecken schieben, aber es klappt ja nicht ganz so gut. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall alle Pflanzenarten, die wir da gefunden haben, hier schon mal. Gescannt wird gerade nach Wracks, damit wir mehr Titanium bekommen, weil wir hier unten, das ist jetzt eine Etage runter vom Eingang, ne? Haben wir links und rechts jeweils ein T-Stück. Und dann noch eine Gerade, die wegführt. Und hier jeweils auf der Seite und auf der Seite soll der Moonpool hin. Einmal für die Motte und einmal zukünftig für den Prawn, den wir bestimmt auch noch irgendwann finden werden. Allerdings hörte man so langsam schon so ein Knatschen. Das heißt, wir sollten für Stabilität sorgen innerhalb von dem Ding hier, bevor wir weiter Sachen ausbauen. Und da kamen diese Bulkheads in den Sinn. Die sehen sehr stabil aus und kann man halt schließen, falls Wassereinbruch ist und ähnliches. Also bauen wir doch einfach mal ein Bulkhead hier hin. Ja, und einen symmetriehalber dahin. Und schon sollte das Teil hier mehr aushalten. Gut. Eigentlich wollte ich jetzt rausgehen und den Moonpool bauen. Können wir den überhaupt bauen? Wir brauchen 2 Titanium-Ingots. Kriegen wir das hin? Titanium Ingot 1. Ne, es fehlen noch 4 Stück. Wir können nicht hier drin bleiben. Also wir können hier drin bleiben, aber... Wenn es irgendwelche Aliens sind, die riesige Teleporter-Arches bauen können und Space Guns, die planetar, also vom Planetenoberfläche aus, im All alles an Schiffen one-shotten können, dann könnten die uns jederzeit töten. Das ist alles sehr komisch. Wir sind nicht tot. Wir tun so, als wäre das nicht passiert und sammeln jetzt Wracks, um unsere Basis weiter auszubauen. Und jedes Mal, wenn irgendwo ein Warp-Geräusch ist, werden wir zusammenzucken. Aber wir denken, es wäre einer von diesen Jägern. Hier ist schön viel. Schon voll. Okay. Ja, wir haben den Spielzeug geklaut, es tut mir leid. Aber wir brauchen das, um unsere Basis zu bauen. Könnten wir das gleich von hier aus ranbappen oder müsstest du es erstmal ummodeln zu so einem Barren? Moonpool.
Also Moonpool 1 wäre hier. Scheint zu klappen. Boop. Okay, das Ding vielleicht noch umsetzen später. Wobei es geht. Fahren wir mal rein mit der Motte. Unsere Basis wird eine schöne Ruine abgeben für die nächsten Überlebenden, die hier crashlanden. Die werden sich auch wundern. Oh, der hatte sogar einen Moonpool. Können wir die Fragmente für benutzen? After weeks without human contact, it is normal to experience psychological discomfort. Research indicates symptoms may be partly alleviated by adopting a pet or anthropomorphizing an inanimate object. Ist ein ungünstiger Zeitpunkt, PDA. Wir haben gerade aus anderen Gründen psychologische Probleme. Okay. Wir können wenigstens jetzt die Upgrades anpassen. Was ist mit dieser anderen Station? Da. Vehicle Upgrade Console. Braucht mehr Titan, Computerchip und Copperwire. Wo kommst du hin? Hey, Gary. Ich habe langsam den Verdacht, wir haben ein Haustier. Es heißt Gary. Es ist ein Fisch. Und der kann fliegen. Und nur wir sehen ihn. Aber da es keine anderen Menschen gibt, fällt das nicht auf. Okay. Noch eine Radionachricht. Das ist diese komische Hunter. Okay, erstmal benennen wir unsere Motte. Zur Motte. Farben. Also wir könnten alles dunkel machen, denn wäre das Ding schwierig zu finden für Feinde, aber auch für uns. Aber wir haben ja unsere PDA, das sollte okay sein. Alles schwarz. Jo. So, und hier können wir jetzt CMOS Solar Charger. Recharges the CMOS Power Cell while in sunlight. Das Depth Module haben wir. Torpedo System. Das Aerogel können wir jetzt hier herstellen aus den Rubinen und diesem Säckchen da, ne? Common Module, Storage, Hull Reinforcement. Preemptively hardens the chassis before collision, eliminating damage under normal conditions. Ist das nur, wenn wir irgendwo gegenfahren und auch wenn irgendwas in uns reinbeißt? Torpedos. Gas Torpedos. Releases a cloud of toxic gas. Load this to a vehicle torpedo bay. Und Vortex Torpedos. Magnetite haben wir noch keine so gute Quelle. Da müssen wir noch einen ordentlichen Spot für finden. Ja, hauen wir erstmal das Depth Modul rein. Und hören uns die Nachricht an. This is Life Pod 7. Coordinates attached. Pod is structurally sound, but the fabricator's bust. Requesting assistance. 7 out. Das hört sich an wie der ältere Torgel, oder? Die waren zu dritt unterwegs. Wir haben noch, ja, wir müssen auf der Insel noch checken, was bei den anderen zwei Habitats ist, also auf der fliegenden Insel da, Floating Island. Und da haben wir vielleicht noch mehr Informationen über ihn. So, Life Pod 7 Transmission Origin. A distress signal has been received from Life Pod 7, but the attached coordinates were corrupted. Last available photographic data has been downloaded and analyzed. Crew reported problems with their onboard fabricator. Sunk to 200 meter in an area of low ecological activity. Welche ist das Spars-Dingens? Transmission origin approximately 1 kilometer southwest of the Aurora's stern section. 1 kilometer südwest. Also die Aurora liegt hier einmal komplett. Also hier hinten wäre das Spars Reef. Wie weit ist ein Kilometer?
Also wir sind hier von uns aus bis zum Live-Pod 17 sind 600 Meter. Live-Pod 19 sind 1,4 Kilometer. Aber die Aurora ist auch nicht so viel näher dran. Ich denke, es wird hier in dem Grand Reef sein. Davon haben wir noch nicht so viel gesehen. Schwer zu sagen. Hier ist ganz schön viel los in der Ecke. Ja, na gut, das kommt in unsere immer länger werdende Sammlung. Live Pod 7. Wo quetsche ich das jetzt noch hin? Live Pod 7. 1 Kilometer southwest of Aurora. In 100 Meter Tiefe? 200 Meter Tiefe? In 200 Meter Tiefe. 200 Meter Depth. Das ist tot. Können wir später nachgucken. So, wir haben Alien-Stuff habe ich hier einsortiert, wie vorgeschlagen. Crystals langsam voll, das müssten wir auch noch auseinanderdröseln, dass wir irgendwie Diamanten, Rubine noch woanders hinstecken. Mach mal, hier oben ist langsam echt voll. Du bist ab sofort Gems, auch wenn man es nicht lesen kann. Und da kommen jetzt die Edelsteine rein. Gott. Dann Tech für Seamoth Depth Module. Ja, klingt sehr gut. Die Richtung ist das neue Ding. Zack. Hätten noch Crush Depths noch 300 Meter. Oh, das ist gut. Dann Seamoth Perimeter Defense System. Braucht Polyanilen. Okay. Da bräuchten wir nur Copper Wire. Sonar klingt sehr praktisch. Was ist noch mit dem Ding hier? Hull Reinforcement. Da müssen wir dann testen, ob es auch gegen Bisse funktioniert. Und wie stark das gegen Anditschen funktioniert und sowas alles. Dich rein. Das heißt, wir kriegen jetzt noch das Sonar und das Torpedo hier rein. Oder Kofferraum. Also Torpedos, wir haben bisher noch kein so ein großes Ding gesehen. Es soll hier definitiv welche geben, vor allem in der Crash-Zone. Aber bis dahin könnten wir es halt nutzen, um Zeug hier drin einzulagern, damit wir nicht so oft nach Hause müssen. Also, dass wir immer ein bisschen Essen, Trinken, Batterien, sowas alles hier hinten drin haben. Klingt sehr praktisch. Hey Gary. Wir suchen jetzt erstmal nach Kupfer. Limestone Chunk. Um das Sonar zu testen. Das geht nämlich wesentlich praktischer. Gerade in Gebieten, wo man den Boden nicht sehen kann, weil das ein wichtiger Faktor für alle Beteiligten ist. Dann können wir halt sehen, wo der Boden ist. Du scan mal los. Batterie ist okay. Ja. Den Nutrient Block schleppen wir jetzt schon seit einer halben Ewigkeit mit uns rum. Der ist aber halt praktisch, wenn man mal länger unterwegs ist. Den sollten wir jetzt aber nicht essen für sowas. Jetzt gehen wir raus und schnappen uns irgendwas. Oh, die sind schnell gewachsen. Ja. Da können wir mal probieren. Ich bin immer noch am Rumtesten wegen diesen Exterior-Dingern hier. So, ein Chic-Pod hierhin. Ein Chic-Pod dahin. Und jetzt nehmen wir einen von dir raus. Und einen von dir raus. Und gucken, ob die jetzt hier halten. Und so lange bleiben die anderen da aber noch drin. Gut. Dann Gelsack
2, 3, 4 Mal können wir da Samen rausholen. Und dann immer noch das Ding abbauen. Also die kann man sehr schnell erweitern. 1, 2, 3, 4. Machen wir den Rest hier mal mit voll. Die sollten ein extra Beet bekommen später. Warum geht das nicht? Weil der mehr Platz verbraucht, okay. Kriegst einfach jetzt gleich ein Beet, oder? Haben wir dafür noch genug? Ja. Nicht ernsthaft, das Ding ist ein Pixel zu weit gesetzt. Das ist schade. Dann halt da in die Mitte. Yeah. Egal, 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 egal. Tipp, 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 tipp. Gut. Heißt, wir können jetzt noch. Also, wir müssen gleich nach Essen und Trinken suchen. Ja. Ich würde aber ganz gerne dieses Aerogel einmal herstellen. Einfach nur, um zu gucken, ob unser PDA da irgendwelche neuen Rezepte für findet. Nope. Das packen wir mit zu Tech-Zeug, würde ich sagen. Weil das ist ja ziemlich high-techy. Deployable. Ein Purple Tablet. Purple Tablet können wir selber herstellen. Aus so einem Ion Cube, zwei Diamanten und Luminol. Also auch dieses Avlnl und so, das kriegen wir alles noch nicht herstellen, richtig? Das ist alles erst mit diesem Bioprocessor. Na, wo ist das gute Zeug? Das sehen wir weder bei Chemistry noch bei dem Bioprocessor. Okay. Oh, ich habe einen Lohn hier. Oh, stimmt, wir müssen doch gar nicht mehr nach Essen und so gucken. Wir haben doch unseren Lohn. Nehmen wir mal drei Stück von raus. Essen die auf. Messern die letzte. Und haben Melonen. Der Baum lohnt sich nicht wirklich. Und das ist übrigens vollkommen egal, ob wir eine kleine Melone reintun oder eine große Melone reintun. Am Ende ist es immer das Gleiche. Tum, tum. Nom, nom und satt. Sehr schön. Wir müssen keine Fische mehr jagen. Trotzdem werden wir es zwischendurch tun, einfach nur für ein bisschen Abwechslung. Das heißt, wir haben jetzt diesen komischen Bulbo-Tree, der so ein bisschen ist wie, keine Ahnung, Ananas. Oder so. Das ist irgendwas recht Wässriges. Dann haben wir unsere Melonen, die halt Melonen-mäßig sind. Ah, und wir haben theoretisch auf der schwebenden Insel noch Kartoffeln. Und aus Kartoffeln kann man sehr viele tolle Dinge tun. Wie jeder Mensch weiß. Heißt, die sollten wir auch noch holen. Das heißt, wir haben Kartoffeln, zwei verschiedene andere Sachen, verschiedene Fischarten. Das geht langsam. Wir haben Kaffee. Das lässt sich hier leben. Muss man sich nur selber häufig genug einreden, dann ist alles gut. Dann ignoriert man irgendwelche Alienjäger und komische Blitzdinger, die im Süden hier aus dem Fenster rausgucken. Ist das immer noch da? Ja. Gut, dann ist es halt da. Was wollten wir jetzt gerade machen? Es sind so viele Dinge. Wir waren dabei, die Sache umzusortieren. Wir waren... Das Sonar wollten wir machen. Und für das Sonar brauchten wir Kupfer. Und für das Kupfer haben wir den Scanraum angeschmissen. Und deswegen huschen wir jetzt los und klopfen ein wenig Limestone. Und lauschen auf irgendwelche Teleportergeräusche. Das ist eine Sprenghöhle, oder? Ich trau dir nicht, Höhle. Sehr ruhig. Nö, ist alles gut. Silber, ein bisschen Kupfer. Irgendwelche Eier, die wir, glaube ich, schon haben. Quarz haben wir eigentlich genug.
Aber wir brauchten nur 2 Kupfer oder was für das Sonar. Vielleicht tat uns ja auch der Thermal Vent, dass sie uns nicht scannen können, also unsere Hitzesignale oder so. Ja, die Paranoia ist gerade sehr stark, aber es ist verständlich, denke ich. Wir bauen jetzt... War das so ein Gasopod-Ding? Wir bauen... Hi, Gary. Wir bauen jetzt... das Sonar. Wir sind nicht so lange unterwegs, ist okay. Und noch ein Storage-Modul. Wir haben übrigens eh schon gepinkt, ne? Also als wir den Scanraum angeschmissen haben, um nach Limestone zu suchen, wenn wirklich irgendjemand uns suchen wollen würde, Thermal Vent hin oder her, das Ping hätte alle im Umkreis von 1,5 Kilometer auf uns aufmerksam gemacht. Mehr. Dich. Welcome aboard. Okay, wir haben noch ein volles Inventar. Das ist kein Problem. Wir haben jetzt hier ein Storage. Und da schmeißen wir alles so an Loot rein, was wir dann zu Hause einsortieren wollen. So weit, so gut. Dann Sonar. Braucht eine Energie von 100. Das ist genial. Oh. Das ist ein Reefback. Interessant. Hallo? Gerade auf uns zu? Haben wir nicht gerufen? Hallo? Was? Spuckt er da was aus? Da ist noch einer. Ja, ich glaube, wir kommunizieren mit denen. Können wir uns helfen gegen die Aliens? Wir haben echt Bammel. Arbeitet ihr für die Aliens? Was fangen wir damit jetzt an? Also wir können die scheinbar zu uns herrufen. Vielleicht beschützen die uns vor anderen Leviathanen, aber die machen selber nicht wirklich was. Aber vielleicht schrecken die ab, oder? Ja, okay. Sehr interessantes Verhalten. Können euch ja mal noch mal näher angucken. Hast du jetzt vielleicht irgendwas drauf? Nicht meine Motte fressen, ne? Die ist lieb. Oh, wir entfernen hier mal einen Parasiten hier. Oh, können wir nicht. Break Barnacle. Oh, Kupfer. Mehr Kupfer. Das tun wir dir zuliebe, ne? Du magst bestimmt das nicht, diese komischen Schuppendinger da auf deinem Rücken zu haben. Wir klopfen die für dich weg. Und kriegen dafür Ressourcen. Da war gerade eben noch einer. Acid Mushroom, achso. Nee, das war's. Wir sind jetzt so eine Art Reinigungsstation für Reefbacks. Das heißt, wir rufen die mit dem Sonar, bieten in unseren Service an, die kommen vorbei. Wir klopfen denen die Pocken da weg. Diese Welt ist sehr interessant.
Du hast keine Dot da hinten. Ich glaube, den hier kennen wir. Der blase hier an der Ecke. Irgendwann geben wir den allen eigenen Namen. Hey Bern. Alles okay? Brauchst Service? Na gut, wir gehen zurück zu unserer Motte. Da. So, wir wurden noch nicht von irgendwas gefressen. Das sieht komisch aus. Ah, das ist ein Wrack. Brauchen wir das Schneidgerät. Jetzt mit unserer neu gefundenen Technologie, also mit der Motte und dem 300 Meter Depth und all sowas. Muss ich erstmal hier meine Liste ordentlich vor mich nehmen. So. Bei was könnte uns das helfen, dass wir jetzt einen Sonar haben und dass wir 300 Meter tief gehen? Ich lese mal kurz vor, was alles auf unserem Eintrag steht. Also, Höhle bei Pod 17 checken. In Klammern weiter untersuchen. Pod 17 war... Pod 17, das war der Kantinenmensch. Die Höhle unter Pod 17 war die, die verbunden ist mit dem Legacy-Habitat. Das sollte gehen, da können wir einmal unten durchhuschen. Also außer es geht noch viel tiefer. Aber das waren nur so 200 noch was Meter. Und da waren diese Aale in den leuchtenden rosa Pilzen. Ja, das klingt gut, das können wir angehen. Dann die Gassi 250 Base zu Ende, in Klammern zweite Etage. Also wenn wir dann einmal hier komplett durch sind, bei der Base oben nochmal gucken. Ja, passt zusammen. Kapsel 12 suchen. Haben wir Kapsel 12 nicht schon? Lifepod 12. Das Ding. Ja. Das können wir durchstreichen. Dann weiter unten, Kapsel 12, Höhlen checken wegen Metall. Hier waren die Elektroaale. Das ganze Gebiet war auch relativ tief. Und ich hatte auch angemerkt, dass es hier praktisch gewesen wäre, wenn wir hier. Hier wäre es praktisch, bei dem Second Officer Keen. Dass wir uns dann unten in den Höhlen verstecken können, weil die waren 250 Meter oder so. Ja, nee, aber 12. Hier. Da hilft jetzt das nicht direkt. Es hilft mir, dass wir hier, weil das ein neues Gebiet ist und wir es noch nicht so gut kennen, den Boden scannen können und ob da irgendwelche Sachen lauern außerhalb der Sichtweite. Wir machen sie eventuell auf uns aufmerksam mit dem Ping. Das ist korrekt. Aber wir sollten ja genug Vorlaufzeit haben, um in irgendeine Nische verschwinden zu können. Und das ist mir so lieber, als einfach durch die Gegend zu schwimmen und plötzlich taucht von rechts irgendwas auf. Ja. Also da, wegen dem Metall. Das Metall klingt auch so, als wäre es gut für unser Vorankommen. Dass wir mehr Materialien haben. Auch wenn das eigentlich momentan fokussiert ist auf... die Batterien. Batterien sind das, was wir am meisten brauchen würden. Damit wir eine Stasis-Rifle nutzen können, um irgendwelche Kreaturen zu stunnen. Und den Lasercutter, um überall reinzukommen, ne? Wir hatten auch noch... genau, die Repulsion Cannon als alternative Waffe. Die wohl stärker sein soll als das momentane Ding. Also die könnte vielleicht auch größere Kreaturen wegschubsen oder stunnen. Dafür brauchen wir die Modification Station. Ja, also die Modification Station... Fragmente zu finden, sollte höchste Priorität sein, auch wegen dem Ultra-Capacity-Tank. Aber gehen wir die Liste nochmal kurz zu Ende weiter. Also, Aurora braucht Cutter, Aurora braucht Cutter unten. In der Kusch-Zone ist etwas abgestürzt. Das Ding haben wir doch gefunden. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Aber hockte hier nicht oben, es war oben auf den Pilzen irgendwo? Alien Arch Pilzbaum. Das kommt später. Mit den Alien Arches haben wir auch noch Sachen.
Ja, nee, ich weiß nicht, ob das hier war. Wir hatten das oben auf solchen Pilzen drauf oder auf irgendeinem... Das war ein Pilz. Da hatten wir was mit Absturzscanner, den wir dann noch bauen müssten irgendwie. Aber das war nicht da. Also ja, da müssen wir hier noch nach Fragmenten gucken. Nimm. Großer Baum im Pilzgebiet. Höhlen bei Baum mit viel Bling. Ah ja, stimmt, okay. Dann Canyon südöstlich vom Pilzbaum. Alien Arch. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. 1 Kilometer südwestlich. Was? 1,5 Kilometer südwestlich. Das ist eine andere Notiz, richtig? Ich habe einfach den Anfang vom Satz nicht geschrieben. Das müsste... Warte. Das da sein. Ne, das ist 1 Kilometer südwestlich. Lifepod 7. Lifepod 7 hat hier irgendwo dazwischen gequetscht. Ja, da. Das ist weiter unten. Ne, ich weiß nicht, was 1,5 Kilometer südwestlich heißen soll. Es kam nach dem Alien Arch. Steht einfach nur 1,5 Kilometer SW. Das ist alles. Ich mach mal ein Fragezeichen dahinter. Und noch ein zweites. Gut. Bei LP19 sind Rubies und JSX und die Zeitkapseln. Die sollten wir auch nicht verpönen. Das ist jetzt hier unten. Also das hier klingt momentan am interessantesten. Also sowohl, um noch ein paar Rubine einzusacken und so weiter, also die Gegend zu erkunden, und die Zeitkapseln, weil da können halt sehr abgefahrene Sachen drin sein. Ja, dann... LP7, 1 Kilometer südwestlich von Aurora, ja. LP19 rum, Time Capsules, ja. LP9 checken. Was ist LP9? LP9 ist da auch um die Ecke. Müssen wir denn gucken, wie, was da so ist. Weil wir gehen ganz schön tief in unbekannte Gebiete rein. Das ist nicht sehr angenehm. Großes Cape Loch im Nordosten der Basis checken. Das klingt sehr entspannt. Falls wir mal eine Ruhephase brauchen. Das wäre das Ding hier. Landungsinsel. Jetzt kommt die ganze Sache auf der Landungsinsel. Across the Valley is a Pod mit Lawrence. Wir wissen nicht, was gemeint ist. Alien Arch markieren plus Würfel. Also wir können dann Würfel reinstecken und das Ding wahrscheinlich aktivieren. Klingt sehr dramatisch. Bei der Tür unten Tablet. Wir haben jetzt noch 2 von den Tablets. Also wirklicher Druck danach, das zu machen, ist nicht besonders hoch. Andererseits, es wird ein Artefakt sein von mächtigen Aliens. Davon sollte man so viel haben, wie geht. Wahrscheinlich. Noch ein Arch ohne Input in Alien Facility. Da einfach einen Peak in ihn schmeißen. Dann haben wir einen PDA-Antrag mit 6 Alien Facilities. Das ist... Time Capsules? Don't worry. You are not alone because I'm here with you. Aww. Das sind die 3 Sachen, die wir da drin hatten. Und was hat er hier? Cyclops Care Package. Hello fellow explorer. This capsule contains most of the resources necessary to create the Cyclops. Nee, du musst andere Blueprints haben. In addition to these items, you'll need a lubricant. Okay, ist eine ganze Anleitung, was wir brauchen. Aber das scheint von irgendeiner älteren Variante zu sein. Die funktioniert nicht mehr. Es sind sehr lieb gemeinte Hinweise, ja. Aber er spricht eine komische Sprache, die in eine andere Welt gehört. So, das, nein. Wo ist der Eintrag? Alien Data? Nein. Wir hatten noch so, nachdem wir unten in dem Kontrollraum waren, eine Nachricht bekommen. Ah, hier. Disease Research Facility, Depth 8.
100 Meter. Vollkommen utopisch. Das nein. Wir hadern jetzt schon stark mit 500 Metern, weil wir, ja. Also, 800 Meter ist die Research Facility, 1200 Kilometer ist die Thermal Facility. Das wird ein Design, die das Ganze mit Strom versorgt. Inside an extensive natural rock formation in an area of intense volcanic activity. Function generate energy for all local facilities. Die Research Facility, Cave System with extensive fossil records, southwest of Enforcement Platform. Das ist die Insel, wo wir waren. Function Live Specimen Study. Objective Synthesis of Antidote for Highly Infectious Bacterium Designated Kara. Das, was wir auch haben. Das sind die zwei Hauptanlagen. Sanctuary A, Data Corrupted. Sanctuary B, Data Corrupted. Offsite Laboratory, Data Corrupted. Primary Containment Facility, Data Corrupted. Ja, das heißt, das sind sechs weitere Alien-Basen. Und die Anlage mit dem Turm, wo wir jetzt waren auf der Insel, die zählt ja gar nicht zu. Also das sind noch sechs Alien-Basen irgendwo. Und die Arches werden nicht hier reinzählen. Also sechs Alien-Basis und noch x Arch-Sites. Ja. In the event of an outbreak, quarantine procedures will be automatically enforced with immediate effect. The quarantine enforcement platform will target all incoming and outgoing craft to prevent the spread of infection off world. Yep, yep, yep. Na gut. To-Do-Liste ist fast fertig. Wir haben noch Landungsinsel beleuchtete Höhle checken. Da ging es auch noch tief runter. Da waren aber wahrscheinlich diese Warper. Und Sunbeam Wrack Area checken. Und letzter Eintrag ist Beacons für das QEP. Okay, das Ganze wird einmal neu aufgeschrieben, damit das ordentlich ausschaut. Und wir wollten dann da runter, ne? Also wir sind schon halb hier bei dem. Wir könnten da nach den Metallen suchen. Ja, machen wir erst die Metalle und dann das. Und wir ignorieren, dass wir von irgendwelchen Aliens gejagt werden, ne? Klingt gut.